Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Ich habe heute ein New Pen Day Video für euch. Ich weiß, das ist in letzter Zeit relativ häufig, aber macht ja nichts. Ich glaube, ihr habt auch Spaß daran, wenn ich unterschiedliche Füller austeste. Mir macht es auf jeden Fall Freude. Und das ist jetzt auch eine Marke, auf die ich erst vor kurzem gestoßen bin. Da hatte ich noch gar nicht allzu viele Berührungspunkte. Es ist eine russische Marke, aber ich glaube, aufgrund der aktuellen Geschehnisse und so weiter und so fort, haben sie mittlerweile ihren Sitz in Armenien. Von dort aus wurde das Paket auch losgeschickt mit DHL Express. Dauerte irgendwie nur 4 Tage oder so, dann war ich schon hier, was ich wirklich krass finde. Und ich habe mir gedacht, ja, die haben tolle Füller, aber ist das so 100% mein Geschmack? Weil es ist schon sehr, sehr anders als das, was ich euch bisher gezeigt habe. Und was mich dann aber vor allem begeistert hat, waren die ganzen Reviews. Dass diese Feder wunderbar schreiben soll, dass es ein ideales Schreibgerät ist, ein zuverlässiges. Und das hat mich dann doch sehr angesprochen. Ihr werdet gleich sehen, dass dieser Füller wirklich besonders ist, also allein von der Optik. Er hat aber auch noch so ein paar Features, die definitiv nicht gewöhnlich sind. Da gehe ich auf jeden Fall jetzt auch gleich genauer ins Detail. Ich habe hier noch einen Konverter hergerichtet und dann auch die Tinte, die ich da reinfüllen werde, einfach weil ich finde, dass es sehr gut dazu passt. Und dadurch kommt eben diese Robert Oster Tinte auch endlich zum Einsatz. Habe ich ja in meinem Haul gezeigt, also in meinem Papier- und Stift-Haul, da war diese Tinte dabei. Und das wird jetzt eben in diesen Füller gefüllt. Wir schauen uns erstmal die Verpackung an. Da muss ich sagen, ja, ich finde sie okay, sie überzeugt mich aber jetzt auch nicht hundertprozentig, einfach weil es halt so eine sehr simple Pappschachtel ist und dieser Füller auch nicht gerade günstig ist. Also ich glaube, er liegt bei ungefähr 120 Euro, meine ich. Ist gar nicht so einfach in Deutschland zu bekommen. Ich glaube, ich habe es nur auf einer einzigen Seite gesehen. In den USA ist es leichter und da habe ich auch das Gefühl, dass diese Firma auch ein bisschen bekannter ist als bei uns, aber ich kann mich auch täuschen. Also das Design finde ich eher plain, ne? Also da werdet ihr auch meine ehrliche Meinung dazu erhalten, unabhängig davon, ob mir dieser Füller zugeschickt wurde oder nicht. Spricht mich nicht zu 100% an. Aber naja, das ist jetzt einfach Geschmackssache. Wenn man es aufmacht, ist hier dann auch noch so eine Papierschatulle so gesehen. Da ist der Füller drin. Hier haben wir dann noch ein paar Infos zur Garantie. Und dann ist da einfach noch Füllmaterial. Also auch hier würde ich sagen, eher sehr schlicht gehalten. Jetzt wollte ich da mal noch gucken, wie viele Jahre man hier Garantie hat. Ach, da steht sogar, dass der Füller eine lebenslängliche Garantie hat bezüglich Herstellerdefekten. Und da steht, dass es entweder repariert oder ersetzt wird und man nichts dafür zahlt. Aber natürlich sind da auch bestimmte Dinge ausgenommen, wie zum Beispiel ja, der Verlust des Füllers oder ich sag mal generelle Abnutzungserscheinungen wahrscheinlich, ne? Also das ist ja meistens ausgeschlossen, das würde ja auch nicht viel Sinn ergeben. Das ist ja auch schon was Besonderes, muss man sagen. Also mich interessiert auch eher das Schreibgerät als jetzt hier diese ganze Verpackung. Aber das ist ein super Service, wie ich finde. Generell war auch hier der Kontakt mit den Mitarbeitern sehr freundlich. Also kann man überhaupt nichts Negatives sagen. Und wir werfen jetzt einen genaueren Blick auf den Füller. Zeige ich euch auch, für was ich mich entschieden habe. Tada! Und ihr seht schon, das ist jetzt wirklich außergewöhnlich, oder? Also das hat nichts mit dem zu tun, was ich sonst so in meiner Sammlung habe. Von den Farben her schon, weil es wieder Bernstein ist. Ihr wisst ja, ich liebe Brauntöne, aber auch generell Erdtöne. Und das Besondere daran ist, dass dieser Part hier im Dunkeln leuchtet, wenn der Füller lange genug im Licht lag bzw. aufgeladen wurde, so gesehen, habe ich bei anderen Füllern bisher in der Form auch noch nicht gesehen. Die Form ist sehr besonders, weil er nicht einfach nur rund ist, sondern er hat hier überall, ja, ich sage jetzt mal so verschiedene Flächen und dementsprechend, das ist sehr gut an diesem Füller, kann der auch nicht rollen. Ne? Also der bleibt hier so liegen. Das ist super. Er hat keinen Clip. Also wen das stört, ist dann ein bisschen schwierig. Also ich würde grundsätzlich sagen, ein wirklich außergewöhnliches Design. Der gesamte Füller ist aus Kunstharz gefertigt, ist extrem leicht, das kann man sagen. Und da habe ich mich eben schon so ein bisschen gefragt, rechtfertigt das den Preis? Auch bei der Feder, kann ich auch gleich noch genaueres dazu sagen,
kann man jetzt keine großen Besonderheiten auf den ersten Blick entdecken, aber das werden wir dann auch genauer feststellen, ob sie wirklich so toll schreibt, wie auch viele sagen. Und der Füller lässt sich aufdrehen. Ja, also so geht er auf und da kommt dann auch die Feder zum Vorschein. Und das ist jetzt eine F-Feder. Der Füller wird in den Varianten EF, F, M und B angeboten, also auch die gängigen Federstärken so gesehen. Und das ist eine ganz gewöhnliche Stahlfeder, eine Schmidt-Feder. Also auch da kann man jetzt nicht sagen, dass es von sehr großer Besonderheit eigentlich wäre. Ich mag die Verzierung, die finde ich super schön. Der Füller ist relativ klein. Ich habe mir tatsächlich gedacht, er wäre größer. Deswegen versorge ich euch jetzt auch mal mit den Maßen. Und zwar ist der Durchmesser dieses Parts 16,6 mm. Das trifft auch auf die Kappe zu. Die Länge des Bodies so gesehen beträgt 126,7 mm. Die Länge der Kappe liegt bei 60,3 mm. Die Feder ist 16,7 mm lang und grundsätzlich muss man sagen, wenn man jetzt diesen Füller zumacht, liegt die Gesamtlänge bei 137,5 mm. Das Gewicht, dadurch, dass es Kunstharz ist, ist auch nicht sonderlich hoch. Es liegt nämlich bei 20 Gramm. Genau, das Gewicht dieses Parts bei 15 Gramm und die Kappe ist 5 Gramm schwer. Also das ist wirklich sehr leicht. Finde ich aber dann auch gar nicht so schlecht. Da kann man dann noch ein bisschen schneller schreiben mit solchen Füllern. Geht dann auch leicht von der Hand vermutlich. Wichtig zu wissen ist, dass die Kappe hier nicht aufgesteckt werden kann. Also das hält nicht. Aber ich persönlich bin da ja generell kein Fan von. Ich schreibe so nie. Deswegen ist es so für mich vollkommen in Ordnung. Und er liegt auch toll in der Hand. Also gerade jetzt für so kleine Hände kein Problem. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man größere Hände hat. Ob einen das dann stört. Ob die Länge dann zu kurz ist. Würde ich aber jetzt eigentlich eher nicht vermuten, muss ich sagen. Also ich finde, der ist genau richtig. Und je länger ich ihn anschaue, desto schöner finde ich ihn, weil ich einfach ja dieses Glitzer mag. Ich bin ja eigentlich kein Glitzer-Fan. Ich finde das meistens zu kitschig. Und wahrscheinlich werde ich alles in allem auch immer ein Fan, ja, sehr schlichter Füller sein. Da bin ich mir relativ sicher. Aber den finde ich schon speziell. Der gefällt mir gut. Und der deckt halt genau diese Farben ab von, ja, einem schönen Cappuccino, wie ich finde. Also Milchschaum, dann aber auch Kaffee. Hier so dieser Bereich, der dazwischen liegt, wo sich die Milch so langsam mit dem Kaffee verbindet. Daran denke ich immer, muss ich sagen. Ich habe auch noch gar nicht erwähnt, um welchen Füller es sich überhaupt handelt. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und zwar um den Luminous Amber. Das ist die Briolette-Version. Und sie haben da aber auch noch einige andere Modelle, die sehr kunstvoll sind. Da lohnt es sich definitiv mal vorbeizuschauen und das genauer unter die Lupe zu nehmen. Außerdem existieren da noch ganz viele andere Farbvariationen. Was mir zum Beispiel auch richtig gut gefällt, ist der Luminous Blue. Das ist so ein schönes hellblau, türkis schon fast und dann aber ja mit einem Schwarz vermischt und silbernem Glitzer. Das passt auch super, aber hier bin ich meinem Motto treu geblieben. Ihr wisst es ja. Genau, man muss ihn schon relativ lange aufdrehen. Ich weiß nicht, ob euch das gerade aufgefallen ist. Also das hat einige Windungen, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Also vollkommen in Ordnung. Genau, und dann, wenn man ihn aufdreht, quietscht im Übrigen auch nichts, findet man hier drin eine lange Patrone, die man hier einsetzen kann. Da hat man dann natürlich auch einiges an Tinte. Ich hatte jetzt hier keinen Konverter dabei. Ich weiß nicht, wenn man den bestellt, ob man da dann nicht eigentlich einen dazu bekommt. Kann ich jetzt nicht 100% sagen, aber ich hatte hier noch einen da. Jetzt hoffe ich, der passt. Und da möchte ich da eben gerne diese Tinte einfüllen, weil ich solche Patronen eigentlich nie verwende. Ist ja dann doch schöner, wenn man etwas flexibler bleibt. So, richtig aufgedreht ist es. Packe ich jetzt einfach mal hier rein. Das sieht auch gut aus. Und dann würde ich auch hier schon mal die Tinte öffnen. Und da freue ich mich sehr darauf, auch ja, Kaffee-Crema zu testen. Schauen wir mal, ob das gut funktioniert. Einmal eintippen. Ach, wann in meinem Leben bekomme ich das eigentlich auch mal hin, dass ich mich nicht hier komplett mit Tinte einsaue, wenn ich das mache? Naja, es ist, wie es ist. So. Das hat jetzt ganz gut geklappt. Geht auch zügig.
So, und jetzt packen wir hier meinen Rhodia-Block dazu und schreiben erstmal, um welchen Füller es sich handelt. Oh, das schreibt schön fein. Das ist der Benue. Priolett in Luminous. Oh, der ist aber wirklich auch, also gar nicht kratzig, muss ich sagen. Eine F-Feder. Richtig, richtig toll. Und die Tinte ist Robert Oster. Kaffeecreme. Übrigens ein wunderschöner Braunton. Da bekommt man jetzt wirklich nicht so viel Varianz hin. Aber also es gibt überhaupt nicht nach. Das muss man halt schon sagen. Ich finde schon, dass man halt immer einen Unterschied zwischen Stahl- und Goldfedern merkt. Aber der schreibt richtig klasse. Flüssig, sehr schmal, definitiv. Also ist jetzt eine F-Feder eben nicht so breit wie zum Beispiel eine Pelikan F. Ist auf jeden Fall schmaler und das kommt mir auch immer sehr gelegen für meine Journals, vor allem für meinen Hobonichi Weeks. Da finde ich eh, dass man meistens nicht so viel Platz hat und da ist es gut, wenn es dann eine sehr, sehr filigrane Schrift ist. Deswegen kann ich mir es gut vorstellen, diesen Füller auch dafür ja, einzusetzen, weil ich da meistens auch mit brauner Tinte schreibe. Also das begeistert mich schon mal sehr. Was ich noch machen kann, das habe ich bei meinen restlichen Füller-Reviews nicht gemacht. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, da gibt er kaum Tinte ab beim Reverse Writing. Wobei ich mich auch immer frage, wer das macht, weil ich mache das meistens nicht. Aber gut, wen das interessiert, da ist es dann schon ein bisschen schwierig. Und jetzt schreibe ich hier noch mein Zitat auf. Also, also ich muss sagen, dass ich da wirklich begeistert bin von der Feder. Ich verstehe jetzt auch, woher ja dieser Hype oder wie soll ich sagen, diese positiven Worte dazu kommen. Weil es ist wirklich, wirklich ein tolles Schreibgefühl. Also der geht fast von selbst übers Papier und das freut mich auch richtig, weil ich das, ja, ich konnte mir das kaum vorstellen und ich finde es echt klasse, also richtig, richtig cool. Auch hier hat man jetzt zum Beispiel bei der Tinte so ein bisschen Varianz drin. Also es gibt einfach ein paar Stellen, die heller sind, andere sind dunkler. Und das passt sehr gut zu diesen braunen Tönen hier. Also vor allem zu diesem mittleren Bereich, muss man sagen. Das gefällt mir extrem gut. Im Übrigen kann man hier nicht durchsehen. Das heißt, den Tintenstand sieht man nicht. Das Einzige, wo man ein bisschen durchsehen kann, ist hier dieser obere Bereich. Also wenn man jetzt da die Feder einführt, dann sieht man das so minimal, aber ist auch nicht extrem. Und dann verschwindet sie ja sowieso in dem weißen Bereich hier oben, wenn man es dann zudreht. Ich muss sagen, das Schreibgefühl ist 1A. Richtig, richtig toll. Und das mag ich einfach sehr bei diesem Match hier. Also das gefällt mir richtig gut, diese Kombi. Ich denke, das bleibt auch in diesem Füller drin. Ich mag das ja sehr gerne, wenn man dann die Tinten auf die Füller so ein Stück weit ausrichtet und ja, man die Tinten dann auch direkt mit dem jeweiligen Schreibgerät verbindet, gedanklich. Also eine Marke, wie ich finde, die man definitiv mal für sich austesten sollte, weil ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das hier so toll ist. Also wirklich super. Ich muss generell sagen, dass ich bei meinen Füllern da in letzter Zeit extrem viel Glück hatte. Einfach aus dem Grund, weil die out of the box meistens super geschrieben haben. Außer bei dem Esther Brooks Honeycomb, also die Esti-Variante. Der war schon kratzig.
als ich da angefangen habe zu schreiben. Aber ansonsten hatte ich mit den Federn extrem Glück. Ich hatte bei meinem Pelikan M605 etwas Startschwierigkeiten. Die haben sich dann aber auch zügig erledigt. Und ja, bei den anderen top. Das muss nämlich nicht immer so sein. Also ich kann die Begeisterung auf jeden Fall nachvollziehen. Wirklich. Es ist ein tolles Schreibgefühl. Und das wäre auch einer, den würde ich definitiv für mein Journaling nutzen. Den werdet ihr bei Instagram auch noch recht häufig sehen, das kann ich sagen. Und das Coole ist, man kann ihn ja kaum verlieren, beziehungsweise man findet ihn direkt aufgrund seiner leuchtenden Farbe hier in der Nacht. Also das ist auch eine Besonderheit. Das sind Füller, die man definitiv rauserkennt. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Und mich würde das sehr interessieren, ob ihr schon Bekanntschaft mit dieser Marke gemacht habt. Weil, ja, ich habe da jetzt noch gar nicht so viel gesehen von deutschsprachigen YouTubern. Auch ein bisschen, aber nicht vergleichbar jetzt zum Beispiel mit den USA oder dann auch Leuten aus Kanada. Deswegen schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich freuen. Und ich muss auch sagen, dass ich finde, dass er sein Geld wert ist. Einfach, ja, weil er so ein paar Besonderheiten eben aufweist, weil er klasse schreibt. Er wirkt mir sehr zuverlässig. Das muss ich dann natürlich auch im Langzeittest nochmal bewerten. Aber da kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Es ist wirklich, wirklich toll. Und das soll es auch schon mit diesem Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Tschüss!